Schnibbel die Schnapp und hallo Rio und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 15 im Karrieremodus mit mir, dem Nefkara, auf Legende und der Partie gegen Slowenien mit den Polen mal wieder. Ja, wie gestern auch schon, zweimal Länderspiel heute, in dieser Woche. Ihr habt euch ja auch die Länderspiele gewünscht und dementsprechend halte ich mich weitestgehend auch daran. So, wir spielen eigentlich mit derselben Elf wie gestern, bis auf das Matuschik spielt. Ich weiß nicht, ob das eine kluge Idee ist. Eigentlich eher nicht. Ändert aber nichts daran, dass er eigentlich der Beste ist, den wir haben. Haben wir noch einen guten Linksverteidiger? Boah. Ziliban, was? Ach. Die Steuerung seit dem letzten FIFA. Nur Rechtsverteidiger und Innenverteidiger. Na, egal. Muss trotzdem gehen gegen Bönisch. Ositzki. Gegen Milik. So. Bisschen tauschen müssen wir schon gegen die Slowenen. Ach ja. Ich habe ja gestern schon gesagt, dass der offensive Adrian mich mehr... Ja, wobei ich habe es euch schon mehrfach gezeigt, dass der wirklich Interesse bei mir stark geweckt hat. Spielt auch nur gute Partien. Also für den Linksfuß ist der echt geil. Wobei man muss auch nicht sagen, dass Linksfuß scheiße ist. Messi ist ja auch Linksfuß. Also ich finde den super als Spieler. Wir gehen rein in die nächste Länderspielpartie gegen Slowenien. Slowenien gegen die Polen. Das war unser erstes Länderspiel mit den Polen. Nur da war es bei uns zu Hause. Jetzt geht's gegen die Slowenen im eigenen Stadion. Ich glaube, das ist der Rückrundenauftakt. Wir haben jetzt alle Hinspiele gespielt. Die Slowenen sind die ersten, die wir das zweite Mal bekommen. Ohne Lewandowski, ohne Rybus. Die sind beide noch verletzt. Rybus hat sich ja gestern verletzt. Brauchen wir auf jeden Fall wieder für die Länderspiele im Einsatz. Die Nationalhymne des Slowenen, dicht gefolgt von der Nationalhymne der Polen. Und auch an der Stelle hört ihr mich klatschen. Ja, heute muss ich übrigens noch eine andere Ankündigung machen. Heute geht es nicht nur um FIFA. Heute um 19 Uhr kommt die erste Folge von Evolve, ja, einem neuen Projekt bei uns. Ihr wisst ja, auch wenn ihr FIFA guckt, dass nebenbei ganz, ganz stark StarCraft läuft. Sind halt unsere beiden besten Projekte, FIFA und StarCraft, laufen parallel beide gleich stark. Das finde ich eigentlich voll geil. Und Evolve soll sich jetzt an der Spitze etablieren, falls ihr einen PC zu Hause euer eigen nennt. Ihr könnt auch ab und zu mit uns spielen. Wir streamen das Ganze sogar. Ich glaube, ich habe das in FIFA noch nie erwähnt. Aber wir haben auch Twitch und Facebook unten in der Liste drin. Also ihr geht dann unten in die Liste unter dem Video und dann findet ihr in der Kanalbeschreibung zu Twitch und zu Facebook. Beides noch nicht so lange. Ja, aber auch mal für die FIFA-Kollegen unter euch. Haben wir bis jetzt immer nur für StarCraftler erwähnt gehabt. Ist aber auch mal wichtig, euch das genannt zu haben. Seitdem wir knapp über 1000 sind, also dank euch, wir sind ja knapp über 1000, ihr gehört ja dazu. Anstoß für Slowenien und das sind so ein paar Nichtigkeiten, über die wir reden können. Aber bei Facebook könnt ihr uns natürlich dann auch immer erreichen, auch wenn Facebook irgendwie ein halbwegs totes Pferd ist, weil die meisten Leute eigentlich nicht mehr Facebook benutzen irgendwie. Oh, Slowenien! Die können kicken. Das haben wir im letzten Spiel auch schon gehabt. Das haben wir im letzten Spiel auch schon gehabt. Szczęsny. Stark. Trotzdem. Die werden gefährlich heute. Muss ich mich konzentrieren. Mit Adrian und Co. Das wird kein Zuckerschlecken hier.
stelle mich da oben auf die Konterposition. Falls der Eckball schlecht kommen sollte, ist er nicht. Jetzt wird es gefährlich. Stark, trotzdem Piszczek. Rosicki. Eine gute Frage, wie er denn jetzt endgültig heißt. Zyro. Rosicki, aber immerhin ein gutes Ballhandling. Adrian ist dem Mann voraus. Sehr schön rausgelegt. Auf Ziliban. Natürlich der gute Adrian. Oh, der Pass war eigentlich richtig, richtig nice. Die Überlegung zumindest, die hinter dem ganzen Pass stand. Oh, Slowenien kommt. Slowenien kommt und das Ganze sehr gefährlich. Ich glaube, Chesney war am Ball dran, ja. Noch eine Ecke. Die geben schon mal gut Stoff und da sind die falschen Spieler. Kuba nach außen. Konterfußball jetzt über Sobiech. Der ist einfach eine Pfeife, echt. Warum sollte man den eigentlich Fußball spielen lassen? Wir hatten ja mal Hofmann und selbst der war tausendmal besser. Sobiech, den finde ich ganz, ganz schlecht. Haben die Polen echt Pech. Ich weiß nicht, in der Realität ist er wahrscheinlich deutlich besser. Bestimmt sogar, aber da ist immer noch Milik und Milik ist natürlich noch einen ganzen Ticken besser. Also hat sich diese Geschichte direkt erledigt. Bolzerei in der eigenen Hälfte. Oh ja, ich finde immer diesen Ultra-Fail-Ausfallschritt am besten. Natürlich das harte Foul. Da kann man auch ein Tor draus machen. Die Slowenen haben eigentlich auch einen guten Schützen. Also, das kriegen wir hier überhaupt nicht hin. Die Slowenen wieder über jetzt über den nächsten Eckball. Wir haben keinen Zug zum Ball. Und das war Piszczek. Sobiech. Das war gar nicht so schlecht, die Aktion. Ist das Beste, was er machen konnte. Piszczek ist zum Glück wieder aufgestanden. Hat sich trotzdem ordentlich verletzt. Tritt den Ball ins Aus, stark. Müssen jetzt hier ein bisschen uns rein kämpfen in die Partie. Oh, schwach verteidigt. Und Grosicki ist super schnell mit dem Ball. Grosicki, no! Da blieb der Torhüter lange stehen. Ganz, ganz stark gemacht. Aber trotzdem, Grosicki, eine Bereicherung fürs Spiel nach vorne. Kann man jetzt schon so stehen lassen. Adrian, na klar, Adrian. Wer auch sonst? Guter Ball! Auf Matuschek. Den Kölner. Und der verzieht hier knapp. Ja, wir sind jetzt langsam warm über Grosicki, aber es passieren den Slowenen hinten auch viele Fehler, die wir noch nicht nutzen können. Natürlich Adrian. Ja, da schiebt er mich eigentlich einfach weg. Matuschek, stark. Schiedsrichter, du Arschbratze, ey. Ist eigentlich auch so eins der nervigsten Dinge an dem FIFA hier. Ich finde, der Schiedsrichter steht einem unglaublich häufig im Weg. Eigentlich fast immer irgendeine coole Aktion, Konteraktion, was auch immer. Der steht einem Spieler immer im Weg. Und das ist egal, ob man angreifen, verteidigen möchte oder. Der steht immer im Weg. Ich weiß nicht, was der nimmt für Drogen oder so, dass er sich einfach... Der meint auch, ich kann die ganze Partie faulenzen. Echt. Ah, Sobiech, Mann, bist du langsam am Ball. Rosicki, deutlich effektiver als Spieler heute. Also da gibt es wirklich, das ist wirklich eine Art Zweiklassengesellschaft von den beiden. Sobiech ist wirklich
unterirdisch. Oh, Kampel gibt's ja auch noch bei denen. Hm. Schwierig, so einen Pass zu verarbeiten. Abseits. Foul. Abseits war es am Ende. Also die Slowenen stark, machen uns große Probleme. Haben sie aber auch schon im Hinspiel gemacht. Ist jetzt nichts Besonderes eigentlich. Es war zu erwarten. Zyro. 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 Lol. Ich gehe einfach an allen Leuten vorbei. Jetzt habe ich ein bisschen die Ausdauer verloren mit dem. Das war klar. Was will dieser Gilik da machen? Er ist ja so ein guter Verteidiger, nicht. Rosicki. Unser Ball. Jokic. Jokic. Oh, Matuschik. Spiel ihn doch direkt. Ja, Sobiek. Also der ist ja schon gefühlt lange, lange vorher losgelaufen. Nur ist der halt super schlecht und langsam am Ball. Oh Mann, wie unsere Innenverteidigung. Ja, den Ball passe ich dir nicht zurück. Kannst ja nichts damit anfangen. Rosicki. Das war ein richtig geiler Pass. Rosicki! Auch das richtig geil. Also was Rosicki da macht. Scheiße, ja. Genauso will ich das sehen. Das ist richtig guter Fußball von dem. Boah, hat der das teilweise geil gespielt. Aber dann hört es auch auf. Portugal, England und Dänemark, Dingsbums spielen unentschieden. Ich habe jetzt nicht geguckt, gegen wen. Die spielen Sobiek schwach, Kuba schwach. Habe ich von Kuba gar nicht so den Eindruck gehabt, aber wenn es so ist. Also Rosicki geht natürlich ab wie Schmitz Katze. Milik kommt rein. Für Sobiek. Doppelwechsel. Aber Rosicki geil. Adrian auch. Typisch wie immer eigentlich. Da wieder der Ball wieder über Rosicki. Ja, ein bisschen trommeln. Matuschik hier mit der Nummer 8. Boah, was macht der da mit der Hacke, ey? Oh, Mann. Geh nach innen, Glick. Du Schwachmatenverteidiger, ey. Adrian, na klar ist Adrian da. Na klar kann Adrian auch was mit dem Ball. Na klar kann Matuschik das nicht. Also wir haben teilweise schon richtige Dödel. Wir kriegen jetzt eine gelbe Karte. Ich kann nämlich nicht wegdrücken. Das bedeutet, da gibt's gelb. Boah, sind die hinten... Oh, die beiden Innenverteidiger sind so Schrott bei den Polen. Ich weiß nicht, wie man sich das minutenlang mit denen antun kann. Das ist echt grausamer Fußball. Und Glick, ich finde, dass die Kapitänsbinde nicht verdient ist. Unterirdisch in jeder Partie. Wieso kriegt der eine Kapitänsbinde? Der ist einer der schlechtesten auf dem Platz. Immer. Dafür die Kapitänsbinde rauszurücken. Respekt. Oh, riesig viel Platz. Und was für ein schlechter Schuss. Aber immerhin wieder eine gute Aktion. Nachdem wir wieder gezeigt haben in der Verteidigung, das können wir nicht.
Das war schwach gespielt. Das nicht, das war stark. Adrian und Rosicky. Adrian! Eckball müsste das geben. Der ist auch ein gefährlicher Mann. Wenn er da wirklich viel Platz bekommt, könnte das hier wirklich böse enden. Oder auch total Mist wie hier. Und der neue Rechtsmittelfeldspieler drückt den Ball direkt raus. Matuschik, boah, der kann so wenig am Ball. Das Problem ist, da vorne bewegt sich halt auch nichts. Interessant, wie wir so lange immer den Ball halten können. Oh, die Grätsche, ey. Ich hab hier nichts, die bewegen sich so wenig, Gott. Tut doch mal ein bisschen was fürs Spiel. Oh, klarer Elfmeter, Adrian, wie der sich da durchdribbelt. Ist der halt so, nö, da kipp ich nicht, da kipp ich nicht. Am Ende nur noch die Grätsche, die ihn aufhalten kann. Adrian, Einzelaktion. Wenn der reingeht, ist es Adrian mal wieder zu verdanken. Aber wie der sich da durchdribbelt, so überall mit dem Fuß noch dazwischen, stark. Mal gucken, wer denn das 1:0 für uns schießt. Ich hoffe, dass es denn so sein wird. Ja, klopf, klopf, klopf auf Holz. Wer ist der Elfmeterschütze? Kann Rosicky das? Ja, kann er wirklich. Gut. Rosicky, der Ball ist drin! 1:0 für die Polen! Handanovic. Der Ball war haltbar, aber er hat sich nicht für eine Ecke entschieden. Dementsprechend reicht auch so ein schwacher Ball zum 1:0. Rosicky belohnt sich damit selbst. Adrian natürlich, oh, der war sehr gut haltbar. Der fliegt nämlich nicht mal richtig nach außen. Der fliegt einfach nur ein bisschen nach rechts. Schönes 1:0. Dank Adrian vor allen Dingen, was der da wieder abgeliefert hat im Strafraum. Scheiße, ja. Der ist auch einfach nur göttlich, der Junge. Und dementsprechend, wir müssen aber mal ein bisschen rotieren. Adrian bleibt trotzdem drin. Adrian geht auf die Außenbahn und Wolski kommt rein. Der zweite Wechsel von uns. Den dritten Wechsel habe ich eigentlich nicht mehr vor. Jetzt können wir auch defensiver spielen. Denn die Slowenen sind immer noch stark. Matuschik. Gefährlich! Adrian jetzt geschickt. Mann, der hat keine Ausdauer mehr. Der super starke Adrian, da haben die richtig viel Schwein, dass der nicht mehr kann. Kein Abseits. Adrian, doch Abseits. Aber knapp. Die werden noch ein Ticken defensiver. Wieder starker Ball. Wieder auf Adrian. Oh, Handanovic. Riesenparade und Rosicky schwach. Könnte auch Rosicky wirklich heißen. Aber Handanovic, super. Adrian wieder richtig, richtig geil mit dem Pass. Also das kann man dem nicht anders sagen. Handanovic aber mit einer Parade. Wie der den Ball da kriegt, ich weiß es nicht.
Abseits. Abseits. Nochmal die Chance für uns, den Ball jetzt endgültig wegzuspielen. Boah. Das war schon Käse, der Ball. Grosicki, abgefälscht, Ecke. Grosicki, natürlich könnte es wirklich sein. Aber der spielt heute super Fußball. Echt. Der geht auch schon. Richtig K.O. Handanovic war nicht schwierig zu halten. Und das Spiel ist vorbei. Slowenien verliert 1:0 gegen die Polen. Wir machen ein gutes Spiel, vor allem immer wieder Adrian. Der ist ein super Spieler und wie ich mich auf den freuen würde, wenn er kommt. Ich hoffe, der könnte unser Offensivspiel richtig beleben, vor allem weil er gratis ist. Der gute Mann. Würde ich gern bei uns stehen haben. Der hat keine einzige Partie von den Vieren, die er jetzt gespielt hat, schlicht gespielt. Keine einzige. Der Mann ist so Gold wert in der Offensive. Links, rechts, offensives Mittelfeld, egal. Der spielt alle Positionen einfach genial, weil der sowohl mit links als auch mit rechts flanken, passen, schießen kann. Richtig geil, der Mann. Richtig geil. Freue mich schon tierisch einen ab, wenn wir im Winter dann sagen, jo, der kommt nächstes Saison gratis. Der müsste nämlich eigentlich gratis sein. Aber Handanovic heute auch mit super Paraden. Wir hätten höher gewinnen können, aber Handanovic ist schwierig zu überwinden, ist auch ein guter Keeper. Wir haben gute Chancen gehabt. Die sind alle nicht genutzt worden. Handanovic hat immer alles entschärft, wenn er es denn konnte, wenn er es denn machen konnte. Sonstigen war Grosicki, ich bin mir wirklich nicht sicher, wie er ausgesprochen wird. Richtig gut heute. Aber dafür gab es Gelb. Für die Attacke von unserem Ersatzlinksverteidiger. Sonstigen haben wir heute wirklich, wirklich super gespielt. Muss man klar festhalten. Und wie er sich hier gerade auch festgehalten hat. Adrian, der ist so Gold wert. Wie der dann im Strafraum einfach nur rumdribbelt. Geht jetzt Slowenien richtig auf den Piss, deswegen ritscht er dann einfach rein in den Spieler. Was will er machen? Kommt sonst nicht an den Ball, sonst wäre Adrian irgendwann auch mal frei vorm Tor gewesen. Und dann verdient. Er hat heute viel geackert. Hat auch ein bisschen Pech. Später bei einer Aktion könnte er sogar das 2:0 machen. Da dann echt viel Pech. Hier Adrian. Immer wieder Adrian. Ich fand aber, die beste Aktion wird gar nicht mehr gezeigt. Die wird auch gar nicht mehr gezeigt. Schade. Wo Handanovic in letzter Sekunde noch den Ball abklären kann. Den Kopfball. Der wird gar nicht gezeigt. Kamil Grosicki, der ist eigentlich auch ein guter Mann. Der zufällig auch nur noch einen kurzen Vertrag hat. Den würde ich auch nehmen. Seliban heute nicht stark. Adrian, ich kann nicht verstehen, warum er nur einen 6,9 hat. Ich fand den immer Gold. Immer, guckt euch an, was der da alles gemacht hat. Dribblings, Pässe, alles mögliche. Und dann kriegt er trotzdem nur eine 6,9. I don't know why. England gewinnt gegen Portugal, Türkei, Dänemark. Ein Unentschieden. Wir gewinnen auch mit 1:0. Und dann geht's morgen wieder los mit der Bundesliga gegen Schalke. Schalke ist ein richtiger Brocken. Auch wenn sie oben nicht dabei sind. Das ist schon richtig cool, der gute Adrian. Hier seht ihr es deutlich. 10 Punkte schon von Portugal weg nach 6 Spielen. 12 sitzt dann am Ende in der Zahl. Ne, 10. 10 sitzt. Wir spielen 2 mal 5. Ja, 10 sitzt. Und das heißt, sind noch 4. 4 mal 3 sind 12 Punkte. Noch ein Dreier und Portugal kann uns schon gar nicht mehr erreichen. Das wäre natürlich echt übel. Aber die Polen machen das auch richtig gut. Oh, 2 schöne Partien gegen Dänemark und Slowenien. Da musste, ja, hätte Slowenien gegen uns gewonnen, sehe das für die richtig gehend besser aus. So ist natürlich jetzt schwierig. Portugal gewinnt nicht, Slowenien gewinnt nicht, Dänemark, Türkei unentschieden. Dementsprechend bewegt sich da nichts. England, Polen freut es ganz gewaltig. Die springen nämlich weiter schön oben hin und her.
Und Leute, an dieser Stelle möchte ich mich von euch verabschieden. Das war FIFA 15 im Karrieremodus mit mir, dem Nefkara, auf Legende und dem letzten Länderspiel in dieser Woche wahrscheinlich. Und morgen geht's dann wieder los mit der Bundesliga und dem 1. FC Kaiserslautern gegen Schalke 04. Bis dann wünsche ich euch alles Gute. Hier war euer Nefkara. Haut's rein. Ciao, ciao.